CJ ist so böse. Okay, weiter geht's mit dem Easter Eggs und Gags von San Andreas. Wir sind ja hier das letzte Mal gewesen und haben hier ein paar Easter Eggs gesucht und gefunden, natürlich. Mit mir findet ihr sie alle. So, gehen wir. Ich weiß nicht, ob hier oben noch irgendwas ist. Na, da ist nichts mehr. Pay and Spray. Ach komm. Ah Mann. Falsche Taste wieder gedrückt. Komm raus, Kollege. So. Also, eines weiß ich jetzt gleich. Das gehen wir. Da oben ist noch eine Zigarettenmarke. Homes. Die Homes-Zigaretten. Ja, viele Easter Eggs gibt es auch in manchen Radiosendern. Und aber die alle aufzuzählen, auch weil ich nicht so gut Englisch kann, kann die ja sicher irgendwo anders herausfinden. So, was gibt's hier? Double Barrelet Special. Ist es bei euch das Easter Egg? Nö. Aber hier stimmt wenigstens Burger Shot. Okay, dann gehe ich wieder raus. CJ, der Paparazzi. Ich habe nichts gemacht. Naja. Und sonst nichts ist. Der Bookroom. Ja, sicher. Ja, ganz genau. Das hat ja auch jeder gesehen. Stern, komm zu mir. Okay, gehen wir mal zu dem, den ich jetzt schon weiß. Kann noch kurz in den Pain Spray. Der Train Station ist auch kein Easter Egg, leider. Ups. Habe ich nicht reagieren können. Hallo, liebes Pollenauto. Yeah, voll chillig, Bros. Ich möchte. Das Tor geht nicht zu. Die wollen, dass ich verhaftet werde. So. Also gehen wir mal zum nächsten Easter Egg. Das sollte. Hier gibt es übrigens eine Rauchgranate. Das sollte. Ah ja, jetzt haben wir beim Burger King Burger Shot nicht die 69er Zahlen angeschaut. Aber da gibt es ganz viele 69er Zahlen. So, mal schauen, wo das Gebäude ist. Das müsste eigentlich hier sein. So, ist auch nichts. Okay. Paparazzi CJ geht in das Haus rein. In das Atrium. Und hier seht ihr schon. Naja, nicht so. Eine schöne Angewohnheit und die spannen natürlich sehr gut darauf. Jo, hat Rockstar einen Gag gemacht. So, jetzt kommen wir in Gebiete, wo mehrere Easter Eggs sind. Hier sind irgendwie nicht so viele.
Mal überlegen. Kokopops. Bist du ein Kok oder bist du Pops? Also Männer würden einen Kok gut tun. Aber wie viele Männer haben keinen Kok? Was ist das schon wieder? Das ist doch das Abgeben von Autos da. Ah nein, das ist das Auto. Ja, das Abgeben von Autos ist in San Fierro. Okay. Alhambra. Gehen wir mal nach zum Alhambra. Oh, sexy. Hier könnten wir tanzen, aber das ist kein Gameplay, das ist voller Ernst. Hier müssen wir Easter Eggs suchen. Und die finden wir natürlich so nicht gut. Ich glaube, das ist ein Easter Egg Spiel. Nein, das ist das. Ja. Ups. Wie viel Leben habe ich? Ja, okay, abbrechen. Ja, ich will abbrechen. Ja, ich will abbrechen. Exit. So. Also gehen wir raus. Hier ist nicht viel, außer Sprung. Schade. Und ich habe Minilegs. So, jetzt müssen wir nachdenken, nachdenken, nachdenken. Da vorne hat es doch ein... Ah, das Schild könnte ich euch zeigen. Bahama. Hast du Geld dabei? Ja, du bist noch nicht tot. Ja. Eine kleine Note. Das brauchen wir nicht. Diese Kirche hier ist übrigens noch eine Anspielung. Hier irgendwo steht Jesus Christ, irgendwas so etwas. Irgendwo hat es ein Schild. Weiß nicht, wo genau das ist. Kann auch nicht hier sein. Aber irgendwo gibt es ein Schild, das irgendwas Lustiges über Jesus sagt. So, das Schild, das müsste hier irgendwo bei den Häusern sein. Und es leckt schon wieder herum. Mist, Mist, Mist. Genau, dort ist das Schild. Das hat man in einer Mission durchschlagen. Und so ein lustiges Easter Egg freigeschaltet, weil es hieß irgendwie ein bisschen komisch und jetzt heißt es, macht es plötzlich einen Sinn. Ja, porte dich am besten mal. Ja. Sprung, a taste of co, of com. Ja, und das hieß irgendwie of, com, also, nein, com heißt es nicht, es ist irgendwas zusammen, welcome oder sonst irgendwas. Und zusammen heißt ein berühren, irgendwas. Also wer es weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. Und hier ist die Straße ein wenig kaputt. Oh nein, das ist nur so eine komische Auffahrt. Ah, genau, hier hat's
ein Easter Egg vom von der Pekinjagd in Vice City. Dieses kleine grüne Teil, das waren die Päckchen in Vice City. Und die haben es jetzt hier als Tiki-Theater, Tiki-Teil wieder aufgehängt. Sehr schönes kleines Detail. Der ideale Homie Store natürlich. Und Liquor Store. Und irgendwo hat es noch einen lustigen Laden hier in der Nähe. Sein. Kawasch. Ich müsste raten, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen weiter oben. Auf der anderen Seite. Ja, und der Big Ben. Natürlich. Der Big Ben. The Great Burrito Attack Bar. Irgendwo ist ein lustiger Shop. Kann man sagen. A&G Market. Nerv mich bitte. Noch ein Bowler hier. Oh Gott. Mist. Irgendwo gibt's hier eine Hexen, also einen Hexenladen. Das ist nicht der Tiki Store, es ist irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr genau, das muss ich danach wieder nachschauen. Aber hier nicht. Nein. Okay, gehen wir weiter. Hier gibt's nichts. Irgendwie fehlt es in Los Santos an Easter Eggs. Fällt mir gerade ein wenig auf. Dann gehen wir halt weiter und werden das später dann wiederholen. Nachholen. Ja, toll. Yay. So, also, am besten gehen wir jetzt nach Las Venturas und machen am Schluss San Fierro, wo es auch noch sehr lustige Sachen hat. Aber vor allem in der Wüste gibt es recht coole Easter Eggs. Und ja, es wird sich noch sehr viel lohnen. Okay, wir müssen auf die Autobahn. Nicht so. Oh, das ist schon fast ein Easter Egg, dass die so rasen. So rücksichtslos fahren, aber das gehört irgendwie zu. San Andreas. So, wieso nicht auf gute Art und Weise? Ach komm schon, geh rein. Und tschüss. Okay, hier hat es übrigens, wenn man hier rüberfahrt, irgendwo ein kleiner Bug. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der geht. Aber man fliegt extrem weit, weil hier irgendwo etwas im Boden steckt. Ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich sind wir schon zu weit gegangen.
Aber das ist ja kein Easter Egg, das zeige ich dann euch später mal. So. Ach komm schon. So, gehen wir zum ersten Easter Egg. Können wir gut Auto fahren momentan? Dazu muss ich noch ein bisschen weiter gehen. Das ist nämlich ganz oben rechts. Gehen wir hier rein, hier können wir uns besser wieder aus dem Staub machen. Und der CJ sagt, Asshole. So. Hier seht ihr schon, V-Rock Hotel. V-Rock war ein Radiosender in Vice City. Haben sie V-Rock noch nicht entfernt. Haben sie es einfach als, ja, Easter Egg wieder eingebaut. So, der Leer. Gehen wir lieber hier noch kurz ins Haus. Das werden sie noch alle sehr böse auf mich. Muss ich nur schauen, wo das ist. Keinen blassen Schimmer mehr. Ah, da oben. Okay. Schatzi, ich habe eine Blume. Ja, ja, Cheats. Ich weiß nicht, das Save Game mir gegeben hat, der hat gecheatet. Wahrscheinlich einfach, um 100% zu erreichen. Keine Ahnung. So. Jetzt, ich weiß nicht, hier ist nichts. Ah, da haben wir noch einen kurzen Bug. Ich werde ihn kurz hier zeigen und später nochmals zeigen. Wenn man hier eine Sackgasse findet, dann kommt man natürlich nicht zum Bug. Aber hier hat es irgendwo eine Chance, das weiß ich. Das habe ich vorher gesehen. Nicht? Ah, das war da vorne, okay. Gehen wir hier in die Fabrik, dann seht ihr den Bug. Okay, ich muss kurz unterbrechen. Jo, Homies, ich bin zurück und wir müssen irgendwas holen, wo wir hier drüber können. Oder ich weiß nicht. Ja, natürlich steht hier wieder geschossen, noch was drüber geschossen. Wir brauchen irgendwas vom Militär oder ein Flugzeug. Ja, gehen wir doch das Jetpack holen. Dann zeige ich den Bug später. Mal denken, was hier für Easter Eggs gibt. Leider nicht viel. Aber hier gibt es einen Burger King. Burger Shot. Und da können wir etwas heraus... Also, eben nachschauen mit den 69er. Hier gibt es leider kein Plakat außen. Ich hoffe, es ist innen noch eins. Das haben wir noch schon geschaut. Ist hier. Das als 99 sind. Ja, leider nicht. Okay, müssen wir zu einem anderen gehen. Weil dort hat es auch noch ein Easter Egg dabei. Ja. Ein Cappy. So.
Ah, da ist es. Das ist weitergerollt, da. Okay. Nein, die hat hier auch nicht viel Easter Eggs. Es gibt plötzlich nur noch so wenig Easter Eggs. Die meisten sind irgendwo in der Pampa draußen. Ich fühle mich ein bisschen genervt. Ach komm. Irgendwas ist doch hier. Oh, ja, sicher. Die Straße war schuld. So. Dann gehen wir mal zum Flughafen. Und ich zeige euch kurz den Bug, gehe wieder zurück und dann machen wir weiter. Genauso. Also, jetzt sind wir gleich beim Friedhof. Da können wir weitermachen. Wir können oben durchgehen, kurz noch ein paar zeigen. Beim Dorf hier. So. Ah, da steht sicher noch was Lustiges. The Big Pecker. The World Largest Cock. Der größte Schwanz ist hier. Da vorne ist der größte Schwanz. Das ist der Penisbär. Und ja, der ist weltberühmt, Andreas. Es ist einer der ersten gefundenen Easter Eggs überhaupt. Und hier ist auch das Cock im wahrsten Sinne. Nehmen wir ein bisschen Chili Hot Dogs. Lecker. Ja, Pickes, Feed und Seed. Füttern und säen. Was sonst irgendwas. Hier gibt es auch eine Schanze. Wenn man hier rüber springt, bekommt man einen Stunt-Bonus. Bekommt noch recht schön Geld. Und der Hotdog-Wagen ist hier. Ich wollte den Eiswagen, nicht der Hotdog-Wagen. Okay, Chefes. Ich muss es tun. Ich muss den Schwanz entfernen. Also, tschüss. Und voll auf die 12. Autsch. So, hoppala. Das sieht schon pervers irgendwie aus. Okay, hier hat es eine Schlangenfarm, sollte das sein. Heißt, glaube ich, ja so. Und eine Anspielung auf Diablo 3, yay. Snake Farm, ja, heißt es. So, die Snake Farm. Hier hat sich auch sehr viele Mythen um das Geding. Zum Beispiel, dass die Snake sicher durch diesen Maschendrahtzaun durchbrechen kann. Und hier ist der BF Infection. Oder Injection, genau. So, dann zeige ich euch hier noch kurz was. Die Area 69 ist ja ganz klar. Wieder eine 69 und eine Anspielung auf die Area 51. Dort drinnen hat es zum Beispiel ein rotes Brecheisen. Und es hat mehrere Karten, die mir ein paar Geheimnisse zeigen. Ich meine immer, dass dort oben sei eine Osterstatue, Osterinselstatue, aber es ist nur ein Bergwerk. So, dann haben wir hier Leichensäcke. Hat jemand viele Leichen verscharrt. Und das erfahrt ihr, wer das gemacht hat, erfahrt ihr, indem ihr die Vorschau von San Andreas schaut. Dort hat's, ja, dort sieht man, wie wer dieses Leichensäcke reintut. Und ich habe den Wagen nicht unter Kontrolle. So.
Da ich eben nicht ohne Sterne reinkomme, möchte ich euch das nicht zeigen, sonst wird es zu lange gehen. So, der nächste ist hier. Die Alien, das Alien-Gasthaus Lilprop Inn, das ist eine Anspielung auf ein existierendes. Und hier drin hat es überall UFO-Bilder, die natürlich gefaked werden. Und sogar eine PlayStation 4 hat es hier. Und was ist denn das? Aha. Habe ich das Nachtsichtgerät? Ja, das ist das Falsche, oder? Weil manche sagen, in den Köpfen der NPCs hat es verschiedene Alien-Gesichter, sonst irgendwas. Aber das ist das Falsche. Ich glaube, eines ist sogar in der Nähe, das könnte ich holen. Also das ist sicher ein Fake, das in der Mitte. Und das wahrscheinlich auch unten. Und hier hat es so verschiedene Sachen. Ah, das bringt es nicht. Ich wollte das. So Punkte, die einfach nichts aussagen. Hier ist zum Beispiel Area 69. Und hier ist die Geisterstadt. Da können wir dann auch noch hingehen. Aber mehr gibt es hier nicht. Gehen wir zum Ding. Zum Jetpack. Und dann zeige ich euch mit dem Jetpack noch ein paar Sachen. Jay, das ist einer meiner Lieblingssender. Weil er so chillige Jamaika-Musik hat. Jetzt können wir etwas lauter machen. So. Ist gut, dass die Lieder gar nicht mehr gesperrt werden, weil sie wahrscheinlich einfach zu alt sind oder so. Oder Rockstar. YouTube, den YouTube Let's Player, also allen Videomacher erlaubt hat, diese Musik abzuspielen. So. Jetzt zum Beispiel das Stuntflugzeug, das ist auch nice. Oder der Helikopter. Wir können eigentlich mit dem Helikopter gehen. Der Hydra. Oh nein, das ist nicht die Hydra. Das ist der Hunter. Ja, Hunter. Gut. Dann benutzen wir das Jetpack ein andermal wieder. Diese Wohnung da unten probierte ich immer zu zerstören, weil ich einfach Fun dran hatte. Aber der ist natürlich unzerstörbar. Er stand einfach immer dort im Weg, weil ich dort immer raste, durchraste und meistens in diesen Wohnwagen hineingefahren bin. Also geflogen eher. Ich konnte da natürlich nicht steuern. Und so, ja. Ist ja aber nicht so gut. Da ist noch ein Cargo Bob. Bisschen rüber bitte. So, und aussteigen. Also ich kann dann wirklich später noch Gameplay-Videos machen oder auf dem SAM-Server ein bisschen herumtrollen. Aber momentan möchte ich eben konzentrieren auf die Bugs. Also hier seht ihr Gitter hier oben, aber wenn man hochgeht, dann ist irgendwas anders. Aber das muss ich zuerst auch selber nachschauen. Aber wie kommt man denn nach oben? Ich weiß es nicht. Ah, wir mussten das Jetpack nehmen, deshalb. Okay, kurzen Moment. Ich hol's. Okay, da bin ich wieder. Seht ihr den Wagen, wo man eventuell hier drüber gehen kann? Einfach die
Ding hochgehen, dann könnt ihr dort reinkommen. So, muss ich schauen. Wenn ich hier irgendwo oben, fehlt irgendwas. Dann muss ich jetzt nochmal genauer anschauen. Wenn man hier irgendwie steht. Nein, ich muss nicht daneben. Ich muss hier. Ach komm schon. Geht der Bug irgendwie nicht? Es fehlt irgendwo ein markantes Detail, aber was? Weiß ich nicht. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Türe nicht ganz bündig ist. Was war denn hier schon wieder? Wenn es jemand weiß, was man ausgetestet hat, bitte sagen. Aber irgendwie war etwas hier. Oder muss man ganz nach oben fliegen? Ah, jetzt. Seht ihr? Hä? Was fehlt? Wenn ihr hier zwischen CJ lang geht. Jetzt erscheint's. Jetzt verschwindet's. Jetzt erscheint's. Und jetzt verschwindet's wieder. Nice. Ein kleiner Bug. So, haben wir sonst noch hier. In den Schloten sind ja nichts. Und was das für Sachgebäude sind, weiß ich auch nicht. Ob irgendwas mehr Entsalzung ist, nein, irgendwas. Hier hat es zum Beispiel auch wieder ein Licht ohne Lichtquelle. Sehr schön zu sehen. Mysteriös. Und der Cargo Bob ist gar nicht hier. So, dann gibt es noch ein Mysterium über die Lemminge, aber das ist nicht weiter als ein Platzierungsfehler. Die Menschen spawnen hier auf den Häusern und fallen dann runter. Und das sind halt vielen Menschen aufgefallen, weil es sehr viel und sehr ja, oft passiert. So, ich überlege gerade. Ja, hier gibt es mehrere Casinos, Pubs, Clubs und solche Sachen, die ein paar lustige Namen haben. Das ist zum Beispiel ein Casino. Ja, hier hat es zum Beispiel Candy Sachs nochmal. Und irgendwo hat es noch ein siebter Himmel. Miss Venturas. Ne, ist jetzt nichts, was sich gerade auffällt. Live Note Girls, Girls XXX. Ja, für manche ist das jetzt lustig. Für mich eigentlich auch. Den Nebel, die Juweliere. Erotic Wedding Chapel. Irgendwo hat es doch ein lustiges Schild. Ach ja, wenn man nochmals kurz zum Star Rock denken geht. Hier hat es zum Beispiel eine Gitarre als Pool. V-Rock Hotel, ja. Und auch das Hotel hat einen komischen Ding. Und hier hat es zum Beispiel so einen Verstärker mit der Gitarre. Ja. Ich muss mal hier entlang. Hier gibt es übrigens auch noch etwas, das recht lustig ist, aber eher ein Bug ist. Hier sind doch irgendwo Bowlingkugeln. Ja, egal. Wenn man hier zum Kran geht und, ja, ich weiß jetzt die Bedienung nicht genau, aber ich hoffe, es geht. Leicht. Benutze links und rechts, um den Kran zu drehen.
Benutze auf und ab, um näher ran oder weiter weg zu bewegen. Umschalt L anzuheben und A runter. Ich schaffe es, ich schaffe es. Jetzt. Hoch mit dir. Nein! Ja, hast du auch einen Bug? Jetzt hoch. Wieso kann ich den nicht? Wieso gehen die nicht? Die müssen doch hochkommen in... Okay, ich doch mal da drüben. Irgendwie kann man ja die hoch tun und dann wenn man sie dann loslässt, fallen die runter. Hier ist noch das Teil. Okay. Fallen die nicht runter, sondern bleiben in der Luft stecken. Also da kann man schön was in der Luft bauen oder so, wenn man Geduld hat, aber ich habe leider nicht so viel Geduld. Und ich mache ja auch Videos, also das könnt ihr gerne mal machen, wenn ihr dann kein Video dreht. Und GTA San Andreas gibt es sehr günstig auf Steam, also ich empfehle es euch zuzuschlagen. Auch wenn es nicht mehr so modern ist, es ist extrem lustig, extrem cool, extrem spannend und es ist einfach ein super Game. La Conga. Sind das die Bowlingkugeln? Nein, das sind eher so Lippenstifte. Und hier ist eine Flasche. Im Casino Caligulas gibt's nichts. Müsste ich auch noch nachforschen. Wenn ich viele Fans habe, die San Andreas spielen und mögen, könnte ich auch mal irgendwie so Spiele machen mit denen.